Willkommen zurück zu Fallout New Vegas. Beim letzten Mal haben wir Myers aus der JVA geholt. Und Myers möchte hier eventuell Sheriff werden in Prim. Dazu müssen wir allerdings Begnadigungspapiere holen, die wir da unten an der Südgrenze von Nevada halt holen können. Das heißt, wir müssen uns jetzt auf den Weg machen nach da. So, ich nehme eine kleine Abkürzung. Ist nicht viel, aber immerhin etwas. Und ja, dann machen wir uns auf den Weg. So. Und dann mal schauen. Wir wollen ja auch ein Level Up. Wir wollen auch in Dietrich-Fähigkeiten ein bisschen was investieren. Hallo, Herr Ghoul. Ein wilder Ghoul. Ein ganz normaler wilder Ghoul. Sau, du. Hat Kronkorken. Okay. So. Uns fehlen für Level Up. Boah, unter 100 Erfahrungspunkte. Und dann, wie gesagt, in Dietrich investieren wäre schon so etwas, wo ich sage, ja, kann man mal machen. Dann kriegen wir nämlich auch noch den einen Tresor in dem ein Gebäude von Pöhm da auf. Das ist zumindest so grob der Plan. Alter, wieder aber auch angerannt kommt hier. Ist irgendwo ein Nest. Da ist auch noch einer. Großmahlzeit. Kann natürlich auf die draufballern, gar keine Frage. Wilder Ghoul Streuner. Okay. 50 Gegner mit Nahkampfwaffen erledigt. Läuft. Level up. Oh, der hat einen Teddybär. Nehme ich auch. Und das nehme ich auch. So. Noch einer. Warte. Gegenstände, Waffen. Gib mir mal das dahin. Das. Das dahin. Das dort. Diese Welt ist zu klein für uns beide. Da, nimm das. Bam. Läuft. So, jetzt. Die Triche müssen... Ja. Weiß nicht. Oh, ich glaube, wir brauchen... Ich glaube, wir brauchen 75 Stand da, ne? Brauchen noch ein Level-Up. Halb so wild. Kriegen wir hin. Hoffe ich, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ja, moin. Warte, ich sollte vielleicht mal ein Stimpack nehmen, sicherheitshalber. Gerade wenn ich hier gerade so viel im Nahkampf mache. Dann ist vielleicht nicht so verkehrt. Dann kommt noch einer. Der sieht aber andersfarbig aus. Da auch nur ein wilder Ghoul, okay. Lade nach. Er sah ein bisschen grün aus. Er liegt vielleicht schon ein bisschen länger hier. Die Statuen sind auch ganz toll. In die Richtung sollen wir ja, ne? Naja, fast. Wir sind auf jeden Fall ein bisschen abseits des Weges. Das, wovon uns immer abgeraten wird. Und was ich dann immer mache, einfach weil wegen, ja, da haben wir Konfrontation, Gegner und mehr. Mal gucken. Solange mir keine Todeskralle über den Weg läuft, ist alles okay. Aber auch die kriegen wir noch. Mal Waffe wegstecken. Nicht, dass wir wegen gezogener Waffe hier... Die guten alten Skorpione jetzt wieder. Oh, die kriegen jetzt auch mehr Schaden.
Nicht wie die anderen, die wir da hatten. Okay. Nehmen wir mit. Yeah. Lade nach. Sicher, sicher. Da geht wohl weg. Lade nach. Okay. Die kriege ich ja zumindest tot. Die anderen vorher, weißt du, die gingen ja gar nicht. Mit meinem komischen Gewehr da. Kraft tot. 100 von 200. Töte einfach irgendwas. Läuft. Hauptsache töten. Rastplatz Nipton Road. Hier rastet man nicht mehr. Hier rostet man nur. Okay. Was haben wir hier? Machen wir ein bisschen Alkohol. Hier nur die leeren Dinger, ne? Ja. Können wir da rein? Sieht gut aus. Scram. Gehen wir hier ran. Was besser sehen. Und gucken. Da sage ich ja nicht nein. Gummibonbons. Mehl. Aus Bäumen und eine Bombe. Ich weiß nur noch nicht wie. Bürgermeister Steve Stains Tagbuch, 2 von 2. Wer ist Bürgermeister Stain? Na, wer hat hier eine Glückssträhne? Ich kann mein Glück nicht glauben, ich bin absolut fassungslos. Gerade wurde ich von einem ziemlich angespannten jungen Mann namens Mr. Fox, ja klar, angesprochen. Nachdem wir alleine in meinem Büro waren, teilte er mir mit, dass er ein Mitglied von Caesars Legion sei. Er wusste, dass RNK-Truppen und Pulverbanditen oft Zeit in Nipton verbringen. Es stellte sich heraus, dass die Legion beide Gruppe hasst. Da steht da wirklich so. Und ein Exempel an ihnen statuieren möchte. An der RNK aus offensichtlichen Gründen, an den Pulverbanditen, weil sie Überfallkommandos der Legion diesseits des Flusses belästigen. Ich musste keine Sekunde überlegen, bevor ich seinen Vorschlag annahm. Nun muss ich nur die Pulverbande überreden, nachts RNK-Soldaten zu entführen. Wenn beide Gruppen sich gleichzeitig in der Stadt befinden, schlägt die Legion zu. Ha. Und für diese einfache Aufgabe wurden mir 8000 Kronenkorken angeboten. Ich könnte fast direkt in die RNK zurückkehren. Aber wer weiß, wie viel ich noch aus diesen Legions-Lakaien rausholen kann. Ich werde mal ein paar Vorräte in einem Unterschlupf zwischen hier und dem Mojave-Outpost sammeln, für den Fall, dass ich schnell nach Hause zurückkehren möchte. Sehr aufregend. Und zeichne mit ruhiger Hand auf der Tastatur. Superbürgermeister Joseph B. Stain, der dritte ISK. Ja, was ist ISK für eine Abkürzung? Da kenne ich mich vielleicht zu wenig aus. So. Oh. Ja, das sieht gut aus. Nehmen wir alles. Elektronenakku. Nehmen wir mit. Hat auch alles mit. Nehmen wir, was hier nicht nied- und nagelfest ist. Ob was verwendest und was anderes und der Wodka auch, komm. So. Interessant. So, und wenn hier sonst niemand ist, dann ist hier sonst niemand. Was siehst du dir? Ein Gebäude da im Prim wollte ich auch noch untersuchen, ne? Oh, ich werde so schnell abgelenkt. Aber nun ja, jetzt bin ich eh hier fast da, wo ich hin soll. Glaube ich. Naja, fast. Ein bisschen weit müssen wir noch laufen. Aber auch das kriegen wir hin. Hm? Ja.
grob in diese Richtung. Was haben wir denn hier? Keine Todeskrankkäfige? So, nehmen wir mit. Die ist leer. Die ist noch voll. Okay. Warte. Hätte gerne. Oh, die ist auch leer, okay. Ja, dann halt nicht. Dann möge es so sein. Na, guten Tag. Sind wir jetzt einmal nicht feindlich gesinnt? Moin. Howdy. Oh, ich dürfte das auch alles mitnehmen. Ein Händler. Hallo. Hallo. Brauchen Sie was? Und wann? Zeig mir mal deine Waren. Klar. Hier ist mein Sortiment. Gucken wir doch mal, was hast du denn Schönes? Info Munition hat er, Altmetall, aha, aha. Energiezellen. Joker Gomorra für dieses Karawanenspiel, ne? Andere Dinge auch. Kettensäge HD-Kette. Arsenal der Waffenschieber erhöht Zustand plus 50%, okay. Oh, bestimmt für irgendeine Waffenmod oder so. Eine Mini-Atombombe. Für die Fat Man. Stimpack. Eins. Naja, immerhin. Ist aber ganz schön teuer, dein Stimpack. Naja. Ich habe auch ein bisschen Müll. Können wir das hier ein bisschen reduzieren vom Dings her. Ein bisschen kannst du haben. Schmutziges Wasser hier. Nimmst du das? Ein bisschen Kleinkram, einfach um den Preis zu drücken hier. So, das hier. Das kannst du haben. Das Mehl. Dachte Zigaretten. Stange Zigaretten. Teddybär. Und den Rest, den lassen wir. Dann nehmen wir das Stimpack für 16 Deckel. Okay. Danke. Gute Reise noch. Auf dem richtigen Weg. Ja. Dann tatsächlich zu den Figuren da hinten hin. Zu den Statuen. Na, dann gehen wir mal. Aus der Ferne sahen die auch im besseren Zustand aus. Wie im Vereinigungsdenkmal. Im Jahre 2271 trafen sich die Wüstenranger Nevadas und die Ranger der Republik Neukalifornien an diesem Ort, um den Ranger-Vereinigungsvertrag zu unterzeichnen. Entsprechend dieses Vertrags stimmten die Wüstenranger zu, Teil der RNK zu werden, sofern die RNK im Gegenzug den Hoover-Staudamm New Vegas und das südliche Nevada vor der Legion schützen würde. Und da haben sie auch Schrott diese Figuren hier gemacht. Ist ja schon irgendwie cool. Okay, guten Tag. So eine Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen Winter hoffen. Sie kommen aus dem Norden? Korrekt. Sie müssen ja ganz schön irre sein, wenn Sie sich auf diese Straßen trauen. Na, geht. Was ist das für ein Ort? Ein Außenposten der Mojave Outpost. Wir behalten eine große Menge Nichts im Auge. Fühlt sich an wie ein Brahmin-Verschlag für Karawanen. Sie werden hier eine Weile angehalten und müssen warten, bis die Straßen nach Norden frei sind oder ihre Freigabepapiere kommen. Sie sind wohl weit gelaufen. Wenn Sie den Staub runterspülen wollen, gehen Sie in die Kaserne. Da gibt's eine Bar. Nicht viel, aber besser als nichts. Okay, gibt es hier in der Gegend Arbeit? Keine, von der ich wüsste. Aber wenn Sie aus dem Norden kommen, dann können Sie freier reisen als die meisten anderen. Schauen Sie in der Kaserne nach.
Vielleicht können sie für jemanden wohin laufen, aber Vorsicht auf dem Dach. Da liegen Scharfschützen in Stellung. Wenn sie Reparaturen brauchen, dann gehen sie mal ins HQ. Sprechen sie mit Major Knight, der hilft ihnen, falls sie Formulare ausfüllen können. Und was sind das für Statuen? Die beiden stellen die Vereinigung dar, sind vor allem als Schattenspender nützlich. Wird nicht helfen, wenn die Legion kommt. Okay, ich gehe da mal. Passen Sie auf sich auf. So viel Schatten geben die aber auch nicht. Was haben wir denn hier? Rote Tiere. Sammellager. Howdy. Hallo. Hallo. So. Scharfschützen auf Kaserne? Ich hab keine Ahnung. Ein Karawanist. Howdy. Icho. Muss doch auch mal ein Cowboy-Dasein arbeiten hier. So eine Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen Winter hoffen. Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Hey, was ist hier los? Kampflos geben wir nicht auf. Darauf kann sich die Legion verlassen. Na gut. Will dir nichts stehlen. Also außer ich baller einfach wieder alle um. Aber das sind ja jetzt keine Pulverbanditen. Die machen das jetzt hier für Recht und Ordnung. Okay. Oh, eine Kiste, die ich plündern darf, theoretisch. So dann. Wenn es nicht als Clown zählt, warum nicht, ne? Okay. Guck mal, so viel Zeugs. Kann man bestimmt irgendwen später mal andrehen. So ein Liebhaber für das Gesöff. Für die Plörre. Okay, können wir hier rein, Hallo. Oder? Das ist das Hauptquartier. Hey, hier ist Mr. New Vegas. Ich wollte mal ankündigen, dass mein neues Weihnachts-Holoband mit dem Titel Nukleares Winterwunderland bald erscheint. Ups, gleich Nachrichtenzeit. Und ich habe noch gar keinen Schlips um. Wie ein mit Dynamit bewaffneter Greis berichtete, hat Good Springs eine improvisierte Miliz aufgestellt und einen Mob entflohener Sträflinge abgewehrt. Ebenfalls in den Schlagzeilen: Ein nahe Good Springs mit einem Kopfschuss aufgefundener Paketkurier hat angeblich das Bewusstsein zurückerlangt und ist wieder vollkommen wohlauf. Hey, das bin ich. Das ist mal ein Kurierdienst, auf den man sich verlassen kann. Dieses Nachrichtensegment wurde Ihnen zur Verfügung gestellt vom Ultralux. Das Ultralux. Leben im Schoße des Luxus. Und nun schildert uns Bing Crosby, wie es ist, wenn man das geliebte Wesen unbedingt küssen muss. Okay. Machen wir besser aus für YouTube. Ja, hallo. Kampflos geben wir nicht auf. Darauf kann sich die Legion verlassen. Ja, das ist irgendwie euer Alltagsmotto, ist das Gefühl. Karawane, Bürger, Pilger oder... Durchreisender. Was? Ich trage das ins Logbuch ein, überwache den ganzen Verkehr durch den Außenposten, auch wenn wir momentan nur Eingänge und keine Ausgänge haben. Wenn Sie den befehlshabenden Offizier suchen, der ist hinten. Aber er hat eine Menge zu tun. Wenn Sie was zu sagen haben, fassen Sie sich kurz. Wenn wir uns Ihre Ausrüstung mal ansehen sollen, lässt Sie das machen, falls Sie die Arbeitsanweisung und die Anträge für Teile unterschreiben. Ich habe Sachen, die repariert werden müssen. Alles klar, dann unterschreiben Sie bitte hier, hier und hier. Okay. Kostet aber natürlich halt einiges an Kronkorken. Die Machete würde ich mir schon reparieren lassen jetzt aktuell, weil wir doch schon viel benutzen. Das Ding würde mich 33 Dinger kosten, dann eher nicht so. So, denn die schallgedämpfte. So, ja, gut, die ist relativ gedamaged. Na gut, macht Sinn. Okay. Und wer sind Sie noch gleich?
Ich bin Knight, Major Knight. Seit Ewigkeiten muss ich mich mit diesen Karawanen herumschlagen. Aber irgendwer muss das ja machen. Okay, klingt ziemlich langweilig. Ist gar nicht so schlimm. Falls Caesars Legion über Nipton nach Westen vorrückt, dann liegt der Mojave Outpost hier direkt an der Front. Und ich würde gerne mit ihm über Prim sprechen. Prim? Hayes-Einheit ist da stationiert. Hatten wohl ein paar Probleme mit RNK-Sträflingen aus der JVA. Wie kann ich Ihnen helfen? Naja, also Prim sah schon besser aus, ne? Stimmt. Es war mal ein vielversprechender Handelsposten. Vor dem Ausbruch aus der JVA. Hab im Wiki and Vance eine schöne Stange Geld verloren. Okay. Einer der Insassen der NKJVA bittet um eine Begnadigung, damit er Prim verteidigen kann. Einen der Pulverbanditen? Die machen uns nur Ärger. Warum sollten wir einen von denen in ein offizielles Amt erheben? Naja, der Rest der Pulverbanditen ist hinüber. Seine Strafe ist fast abgesessen und er hält sich aus dem Ärger raus, den die anderen anstellen. In Ordnung. Wenn seine Haftstrafe eh fast verbüßt war, kriege ich ihn vielleicht begnadigt. Prim ist wichtig für unseren Handel mit Kalifornien. Dort jemanden zu haben, der uns etwas schuldet, das könnte nicht schaden. Okay. Und wie kann ich sonst so helfen? Hilfe? Nun ja, Sie könnten mit Ranger Jackson sprechen. Vielleicht hat er was für Sie. Er leitet die Sache hier. Meistens schickt er nur Berichte nach Westen, die nicht gerade die besten Neuigkeiten enthalten. Okay. Was ist das für ein Ort? Wir kontrollieren hauptsächlich die RNK-Grenze. Wir sollen dafür sorgen, dass die Karawanen entlang der I-15 und des Highway 95 sicher sind. Weder der beste Posten noch die beste Stellung. Aber es ist besser, als im Osten oder im Colorado zu patrouillieren. Da gibt es ziemlich viel Legion. Okay. Danke fürs Gespräch. Sir? Ja? Hallo. Du bist nur ein RNK-Soldat. Ach so, okay. Ja, gut. Hier ist ein Klo. Das macht auch jeden froh. So eine Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen Winter hoffen. Hey. Du bist Ranger Jackson, ja? Sieht aus, als hätten wir einen neuen Besucher im Brahmin-Verschlag. Nicht viele Leute kommen hier eilig her. Die meisten sind nur auf der Durchreise. Für die Durchreise ist es aber ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Die Straße nach Norden ist die Hölle. Da würde keine Karawane durchkommen. Ja, ich komme aus dem Norden. Sieht aus, als ob sie mehr als genug Soldaten hätten. Kann ich irgendwie helfen? Hilfe? Nein, ich weiß das Angebot zu Wissen Sie was? Ja, ich kann Hilfe brauchen. Und Sie scheinen sich auszukennen. Die Karawanen müssen weiter. Das heißt, der Weg nach Norden muss geräumt werden. Aktuell kriecht einfach zu viel auf dem Asphalt herum. Okay, klingt gut, dann sind wir im Geschäft. Danke, ich weiß das zu schätzen. Kommen Sie wieder, wenn Sie fertig sind. Vielleicht kann ich Sie mit ein paar verlorenen Vorräten bezahlen. Okay. Glück auf dem Pfad gehabt? Ich gehe da jetzt mal. Kommen Sie wieder, wenn Sie Fortschritte zu vermelden haben. Die Monster von Ivan Paar Trockensee beseitigen. Na gut, dann machen wir das. Was soll ich jetzt genau wofür hin? Ich kann auch immer Bescheid sagen, so hey, ich habe das soweit erledigt. Das mache ich jetzt auch. Mal gucken uns die Häuschen da auch nochmal an, bevor ich das dann wieder vergesse. Hey, hey, ich hab dich begnadigen lassen. Danke, dass Sie mir die Begnadigung besorgt haben. Ich und meine Jungs werden den Prim nach dem Rechten sehen, versprochen. Deine Jungs? Okay. Passen Sie da draußen auf sich auf. Ich wusste nicht, dass er Jungs hat. Aber nun gut. Ist, wie es ist. So. Wann ist hier die Gebäude? Waren die hier auf der anderen Seite der Mauer? Ich glaube ja. Wollte ich einfach nur noch mal gucken, ne? Hierzu nach Haus im Prim. Scheint anscheinend bewohnt zu sein von irgendwem.
Der Partylöwe. Sprache plus 10. So, so. Wenn ich das mal spontan brauche. Also ich sollte hier nicht einfach in die Häuser rein, ja? Die scheinen tatsächlich bewohnt zu sein. Und es kommt negativ rüber, wenn ich das einfach so mache, ja? Hier, das kaputte Haus hat auch nicht zufällig noch so ein Überbleibsel an Safe oder so. Gut. Dann machen wir doch mal die nächste Aufgabe hier. Hör auf dein Herz. Wo ist denn dieser See? Der ist da. Oh, guck mal. Das ist ja in der Nähe von dem Rastplatz. Das ist ja schön. Kann ich da ja relativ zügig hin. Ich will hier vorne noch mal ganz kurz schauen. Und da ist eine tolle Blähfliege. Und herumfliegende Erfahrungspunkte. Boom. Man braucht aber drei Schüsse, das gelohnt hat. Für die Erfahrungspunkte. Oh, hier ist irgendwas einfach so gestorben. War es nicht. Und die sich gegenseitig bekämpft. Nun ja, wie dem auch sei. Wir wollen zu diesem See. Also wir machen hier eine Schnellreise hin. Und dann mal gucken. Mal gucken, was da für Monster sind, die da auf uns warten. Gezückter Machete wird das schon. Ameisen. Sind keine Feuerameisen, ne? Also ich hoffe. Guten Tag. Einfach nur Riesenarbeiter, Ameisen, okay. Lassen das. Stellst du mich hier so durstig durch? Ah, nehmen wir mit. Ah, nehmen wir mit. War schon der letzte? Nee. Wir hatten Killcam bekommen, weil ich der jede Menge abgeschnitten habe. Okay. Oder aus aktiven Gruppe war es gerade der letzte. Das kann natürlich sein. Guten Tag. Machete ist schon lustig. Aber mit der Machete hätte ich mich irgendwie in Fallout 3 nicht getraut, halt da durch alles durchzuschnitzeln, ne? Die ganzen Supermutanten und so. Waren da dann doch schon eine Ecke heftiger. Okay, damit können wir zu Ranger Jackson zurückkehren. Ich wollte nur ganz kurz gucken, ob das hier was ist zum Einsammeln. Nö. Okay. Dann geben wir mal den Auftrag als erledigt ab. Okay. Guten Abend. Ja, moin. Da müssen wir ja noch herausfinden, wo hier diese Kaserne sein soll. Ne? Der wir gehört haben. Warte. Den Eingang verpasst. Passiert. Das ist ja das Hauptquartier von Mojave Outpost. Ja, fertig. Ich weiß die Hilfe zu schätzen. Wünschte, ich hätte mehr Arbeit für Sie. Aber im Moment habe ich nichts auf dem Radar. Okay. Ja, ein K-positiven Rufenbaum. Juhu. Und Level Up. Haben Sie zuvor nicht eine Belohnung erwähnt? Nein. Ich hatte gesagt, dass Sie ein paar Vorräte bekommen würden. Und das meinte ich auch so. Das Anheuern von Söldnern ist am Außenposten verboten. Aber es könnten ein, zwei Anforderungen verloren gehen und niemand würde es prüfen. Hier, bitte sehr, ganz unter uns. Ein Dienstgewehr haben wir erhalten. Das ist ja cool. So. Wir gehen hier einfach Richtung Reparieren nochmal eine ganze Ecke.
Ich glaube, 65 braucht man reparieren, damit wir den einen Roboter reparieren können, ne? Wo ich nicht mehr weiß, wo der war. Oh. Was haben wir denn hier? Was wollen wir denn hier? Wir können ja natürlich nochmal intensives Training haben. Oder vielleicht was anderes Schönes. Warte mal. Langzeitgedächtnis einfach nur mit die Magazine halt länger im Gedächtnis bleiben. Ich weiß ja nicht. Gebildet. 3 zusätzliche Fertigkeitspunkte. Das klingt ganz gut. Mit dem extra blutiger Tod explodieren Charaktere und Kreaturen, die sie töten, oft in einer roten Matschwolke voller Gedärme und Augäpfel. Was für ein Spaß. Also grundsätzlich ganz cool. Dazu. Mit dem extra Schatzsuche finden sie im Behälter und wir sehen wesentlich mehr Nuka-Cola Kronkorken als sonst. Okay. Was ist das mit den einzigartigen Dialogoptionen? Hatten wir vorher mit Männern, jetzt hier mit Ladies. Ich würde das hier nehmen mit weiteren Fertigkeitspunkten. Okay. Hey. Hey. Okay. So, Dienstgewehr. Dann macht er nicht so viel Schaden. Ja, wobei. Wir können relativ schnell mit dem Ding schießen, ne? Hey. Arbeit ist verbraucht. Das ist hier die Kaserne. Baracke, ja, ist dasselbe. Was geht hier ab? Lacey. Ein neues Gesicht im Außenposten. Kommt wohl aus dem Norden. Also, was soll es sein? Ich muss mir irgendwie den Staub runterspülen, ja? Gibt es hier in der Gegend Arbeit? Arbeit? Hier? Sprechen Sie mal mit Jackson im Hauptgebäude oder Ghost auf dem Dach. Aber Obacht. Sie ist ein ganz schönes Miststück. Verraten Sie ihr aber nicht, dass ich das gesagt habe. Sonst fange ich mir nachts auf dem Weg zum Klo eine Kugel ein. Okay, gibt es etwas, das Sie mir über den Outpost erzählen können? Nicht allzu viel. Viele Karawanen, die nirgendwo hin können. Auch viele Soldaten, die nirgendwo hin können. Viele Prospektoren hier und da, aber die machen auch nicht mehr als nur für schlechte Luft sorgen. Alle hängen hier fest. Sollte ja eigentlich gut fürs Geschäft sein. Aber die Händler sind knapp bei Kasse. Sogar die größeren Karawanen. Okay. Ich wollte die Zeit mit einem kleinen Spielchen verbringen. Was haben die zu verkaufen? Das ist eine Schauen gute Frage. Sie sich um. So, was hast du denn? Hilfsmittel hier. Stimpaks. Ich hätte grundsätzlich gerne alle. Die Frage ist, was ist es mir wert? Ist nicht unbedingt. Karawanenspeise. Aha. Hier kannst du ein bisschen was davon haben. So, den Rest würde ich schon so ein bisschen für mich behalten erstmal. Wir haben trotzdem noch nicht genug Kronkorken dafür. Aber ich finde, es ist nicht unerheblich. Ich habe schon ein bisschen RNK-Dollar hier. Ja, auch bei vielen immer so ein bisschen knauserig. Ich denke mir so, oh, vielleicht bräuchte ich das woanders noch.
Oh, komm hier. So, jetzt noch irgendwie ein bisschen runterhandeln quasi. Behalten wir erstmal. Wie gebe ich dir denn jetzt noch? Komm, ein Vorkriegsgeld. Oh. So gut. Jeder mal, ne? Gut, bis dann. Wie gesagt, diese komische Kartenspiel würde ich jetzt eher ungern ständig machen wollen. Eine Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen Winter hoffen. Oh, du bist Karawanist, okay. Hallo, Cass. Willst du Ärger? Kommt drauf an, wie Ärger aussieht. Nee, ich schau mich nur um. Tja, dann sperr mal hübsch die Augen auf. Sonst verpasse ich dir eine, dass dir schwarz davor wird. Keine Zeit für Gaffer. Oder irgendwen, der was sucht, was ich nicht loswerden will. Ist klar, ist in Ordnung. Ob's mir gut geht? Nein, mir geht's nicht gut. Ich trinke, um zu vergessen, aber es macht mich nur wütend. Whisky bringt mein Blut zum Kochen. Heute noch mehr als früher. Im Westen hat das Saufen jede Menge Ärger gemacht. Bis ich genug Leute umgehauen hatte. Dann waren sie lieber still, wenn ich Whisky gekippt hab. Ja, was versuchen Sie zu vergessen? Hab meine Karawane auf dem Weg nach Norden verloren. Der Fahrer wurde verkorkelt. Sie haben nicht mal die Ladung geklaut. Es ist nur noch Asche über. Und warum sollte das jemand tun? Ich tippe auf die Legion. Wollen die Versorgung der RNK kappen. Sieht man am Mojave Outpost. Wird besser bewacht als eine Vegas-Jungfrau. Keine Karawanen gehen raus und keine kommen rein. Und versucht darüber mal mit Jackson zu reden. Sagt immer, die Straßen sind nicht sicher. Ach, ehrlich, du abgehalfterter alter Wichser. Da brauche ich keinen Gelehrten der Bruderschaft, um das zu merken. Ich habe ihn schon mal getroffen, treffen nachgedacht. Nachgemacht. Ja, der ist schon so lang bei der RNK, dass er immer das Schlimmstmögliche vor Augen hat. Und deshalb lieber gar nichts macht. Jackson will mich nicht nach Norden ziehen lassen. Ist nicht sicher. Und obwohl meine Karawane weg ist, muss ich wegen den Papieren hierbleiben. Bist also wegen Arbeit hergekommen. Mein Tipp? Such das Büro der kaminroten Karawane im Süden von Vegas. Die können dir helfen. Ja, wird Zeit, dass wir irgendwann mal nach Vegas kommen, ne? Ich habe die Straßen bereits für Jackson gesäubert. Kein Scheiß? Dann gebe ich dir einen aus. Sitz aber immer noch hier fest. Wegen der Karawanenlizenz. Auch wenn die Karawane tot und begraben ist. Wir haben ja schon mal von jemand anderem gehört, meldet bei der kaminroten Karawane, ne? Ich hätte noch eine Frage. Woran hast du gedacht? Warum sind sie in der Bar hier? Das hat sie mir eigentlich erzählt. Gibt es was du mir über Outpost erzählen kannst? Du hast den vor dir. Es ist ein Wasserloch, über das man nicht viel sagen kann. Ist wie ein Brahmin-Trieb, der daneben gegangen ist. Sollte ein Tor nach Norden sein, aber wer herkommt, den fangen die Papiertiger. Hau lieber ab. Wenn du keine Knarre und keinen Mumm hast, dann kannst du hier nicht viel anstellen, außer das Scheißdenkmal anzustarren. Das Scheißdenkmal? Sag jetzt nicht, dass du es übersehen hast. Damit präsentiert die RNK doch dem ganzen Osten ihren Schwengel. Wenn die Republik so viel Mühe in den Schutz des Ostens wie in diese beiden idiotischen Riesen da draußen stecken würde, das wäre ein Denkmal wert. Statuen von zwei Männern, die sich die blutbefleckten Hände geben, sind doch nichts, worauf man stolz sein kann. Blutbefleckt? Ich meine das symbolisch. Da ist kein echtes Blut an den verdammten Händen. Ja, aber dann erzähl doch. Aber wenn Caesar kommt, dann gibt es echtes Blut. Und wenn das Blut getrocknet ist, dann schmilzt er diese Skulptur aus einem Jetrausch ein und macht einen Bullen aus ihr. Damit versucht er wohl was zu kompensieren. Aber egal wie groß oder klein sein Schwanz auch sein mag, den Westen fickt er ganz ordentlich. Okay, und was sollen die Statuen darstellen? Der eine ist ein Ranger, der andere ein RNK-Soldat. Soll die Vereinigung von Westen und Osten darstellen. Oder so ein Scheiß. Aber wenigstens hat das Eisenpärchen mehr Rückgrat, als die RNK-Regierung in einem ganzen Jahr zeigt. RNK, ich glaube, das sind beides Ranger. Ein Wüsten-Ranger und ein RNK-Ranger. Vielleicht hast du recht. Hüte mit Krempe bringen mich immer durcheinander. Tja, meinetwegen können sie sich gegenseitig einen runterholen. Aber das ändert nichts an der Mojave.
Okay, egal, ich gehe. Pass auf dich auf. Gut. Hätten wir das geklärt? Guck mal hier nur so ein bisschen um, ne? Aber hier ordentlich Ressourcen, ne? Nur RNK-Soldaten, ne? Niemand Spezielles, Besonderes. Okay, dann gehen wir nochmal, wie gesagt, auf das Dach. Um hier andere Lady kennenzulernen. Guten Abend. Mensch, Ghost. Sind Sie Kurier? Falls ja, könnte das Ihr Glückstag sein, wenn Ihnen ein Fußmarsch nichts ausmacht und Ihre Augen gut sind. Das ist aber eine angenehme LED-Bräune. Hängt von der Arbeit ab. Es gibt wohl Probleme in Nipton. Kein Verkehr von dort auf den Straßen. Das kann man zwar irgendwie erklären, aber den Rauch über der Stadt nicht. Da ist sicher was passiert. Ich muss nur wissen, ob es Überlebende gibt. Könnte die Pulverbande gewesen sein bei all dem Rauch in der Luft. Wenn da noch jemand ist, dann sicher im Rathaus von Nipton. Gehen Sie dorthin, schauen Sie nach und lassen Sie mich wissen, was Sie finden. Na, ich soll ja eh nach Nipton, ne? Warum schauen Sie nicht selber nach? Das hier ist mein Posten. Natürlich will ich losziehen, wenn es Ärger in Nipton gibt. Da kann man gut campen und eine Menge einfache Kills sammeln. Aber dann würde Jackson mir wieder in den Arsch treten, auch wenn ich mit Caesars Kopf zurückkomme. Da hocke ich lieber hier als in einer Zelle. Okay. Ich mach's. Nun gut. Sieh mal einer an, wie motiviert Sie sind. Wenn der Rest hier doch nur Ihre Einstellung hätte. Hören Sie, ich will nicht, dass Sie hierfür draufgehen. Wenn es dort Probleme gibt, will ich, dass Sie sich umsehen, nicht Ihr Leben riskieren, okay? Okay. Gibt es sonst Neuigkeiten aus dem Westen? Kimble ist Kimble. Der peilt überhaupt nichts. Die Karawanenfamilien machen Ärger. Die große Runde wird nervös. Alles wie immer. Wenn Sie Gerüchte wollen, gehen Sie runter in die Bar. Da gibt es genug heiße Luft. Ich muss hier Wache halten und dann das Tagesprotokoll ausfüllen. Juhu, das klingt ja spaßig. Sie was über Outpost erzählen? Gibt nicht viel zu erzählen. Einer der schlechtesten Posten der RNK, wenn Sie mehr sein wollen als ein Babysitter. Wir sind voll besetzt, aber nur so voll, dass wir keine Patrouillen schicken können. Wir müssen Präsenz zeigen. Jacksons Befehl, RNK-Befehl. Kein Personal für Patrouillen oder Eskorten. Also stauen sich die Karawanen hier wie Brahmin mit einer Flasche im Hintern. Typischer RNK-Bullshit. Okay, gut, ich gehe da mal, ne? Vorsicht auf der Planke, wenn Sie rausgehen. Ups, runtergefallen. Okay. Gut, das dazu. Dann... Ja, Karmin-rote Karawane. Das ist wahrscheinlich alles erst in Vegas, ne? Jo. Das ist erst in Vegas, wenn wir da irgendwann mal durchkommen oder hinkommen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal dahin düsen. Mojave Drive-In ist ja... Jetzt mal hingehen und mal angucken. Liegt ja quasi auch auf dem Weg. Aber wenn das halt wirklich DLC ist und von wegen, du brauchst hier Level, hast du nicht gesehen, dann gehen wir natürlich erstmal weiter. Ja. Und so düsten wir weiter die ferne Welt hinaus. Juhu! Also irgendwie, juhu. So, wir versuchen halt eine Ortschaft nach der nächsten halt auszukundschaften. Ob das klappt? Na, mal gucken. Ich hoffe, dass wir später nochmal so einen Perk kriegen, von wegen so, ja, alle Ortschaften werden halt aufgezeigt auf der Karte. Okay. Ich habe Wölfe gehört oder so. Wir haben anscheinend hier irgendwo noch ein Ort zum Erkunden. Da würde ich mal hingehen und gucken, was ist denn das? Vielleicht mal sicherheitshalber speichern, nicht, dass ich hier versehentlich in eine Todeskralle reinrenne.
Ihr wisst, wer das ist. Links, links, böse, zack, wumms, tot. Okay. Sind auf jeden Fall Grippe. Und Feinde. Ja, hallo. Nachtpirscher. Und davon nicht wenig. Und gut, dass ich die Durchschnittsmachete hier habe. Wow, 45 Erfahrungspunkte. Das ist nicht wenig. Machen auch böse Aua, wenn sie treffen. Mach mal hier, warte, hier. Ganz kurz. Hilfsmittel. Simpack. So. War, glaube ich, ganz gut, dass wir gespeichert haben. Weil genau so was habe ich mir gedacht, was halt hier jetzt kommen kann. Irgendwas, was mich umhauen kann. Und auch so Gegner, die habe ich komplett verdrängt, dass es sie gibt. Okay. Die Morningstar-Höhle. Wollen wir da rein? Wir wollen da rein. Was soll schon groß passieren? Hier, Licht an. Vergesse ich auch sonst halt wieder, ne? Lauf doch nicht gleich wieder weg. Oh, warte, der war freundlich. Bin ich's aber nicht. Die Brutmutter. Aua! Ihr Zustand der Rüstung ist schlecht. Das können wir ändern. Einmal ganz kurz umziehen hier. Ach, wir haben gar nichts mehr groß zum Umziehen, okay. Jetzt ist hier aber keiner mehr von den Kleinen hier irgendwie freundlich oder so. Aua! Das tut weh, Mann. So. Aua. Direkt den nächsten Hit. Alter, was machen die mit mir? Natürlich könnte ich hier auch das hier die ganze Zeit machen. So. Immer draufhacken. Geht doch. Okay. Erstmal wird hier geplündert. Ich glaube, das eine Junges, was da vorhin auf mich zukam, hat dann erstmal seine Mutti geholt. Mama, da ist ein großer böser Mann. Und dann haben wir sie alle getötet. Arme Tierchen. Die haben sie erst angegriffen. Wollte ich nur gesagt haben. Und so war es weniger Stimpaks. So schnell kann es gehen. Ah. Hier war wohl mal die Futterecke, ne? Betonung auf wahr. Einen haben sie hier nicht ganz aufgegessen. Nur zwei. Das war für später. Das ist ein toter Söldner. Nehmen wir mal alles mit. Das auch. Was man davon dann später wirklich verbrauchen kann noch, das ist dann ein anderes Ding. Das Knurren gehört. Haben wir eine Karte über diesen Ort? Alle Karte.
Ja, wir haben soweit alles erkundet. Mehr ist hier nicht. Okay. Insofern hier nicht noch irgendwo was liegt, was ich jetzt so noch nicht gesehen habe. In der Tasche oder keine Ahnung was. Habe ich glaube ich auch nichts verpasst. Na gut. So, dann lass doch mal schauen. Das kann man leider nicht damit reparieren, ne? Schade. Na gut. So, da hinten haben wir noch eine Ortschaft. Jetzt lasse ich mich schon wieder ordentlich ablenken, ne? Jetzt ist es wieder soweit. Dann bin ich wieder komplett lost. Ein Gecko. Ich glaube, der holt seine Freunde. Ein Goldgecko. Ach du Scheiße. Goldgecko down. Goldgecko down. Okay, ein guter Fangspunkt. Oh, ich bekomme hier radioaktive Verseuchung. Das hier bräuchte ich einen Strahlenschutz in irgendeiner Form. Ne, das kommt von den Viechern, ne? Ja, genau, die sprühen doch irgendwie sowas aus. So eine radioaktive Säure oder so. Ich erinnere. Könnte man halt dann wieder auf die Waterway zurückgreifen. Aber noch, glaube ich, brauche ich es nicht. Sagt, ich glaube. Noch mehr von den Goldgeckos. Damit habe ich gerechnet. Ah, er isst meinen Kopf. Au, aber echt mal. Super Stimpak. Jetzt halt echt weniger, ne? Strahlung. Ja, ich habe die Strahlenkrankheit. Aua. Au, au, au. Haben wir einen Retterway. So. Stimpak. Dann hier in Status. Oh, Körperteile geht's aber gut. Trotzdem hier nochmal was reinhauen. Aua, was macht der denn für Schaden? Mann, hier. So. Das wird ganz schön schwierig. Aber das ist ja typisch ich, ne? Wieso haben wir hier den Malus drauf? Ich habe keine Ahnung. Naja, Stimpak. Jetzt haben wir noch ein Stimpak über, das ist nicht so viel. Den Ort habe ich hier noch nicht wirklich erkundet. Wahrscheinlich erst, wenn ich runtergehe, ne? Mehr Geckos. Jo.
Lassen das. Mann, Mann, Mann hier. So. Noch so eine Right Away. Dann gucken wir, dass wir unten halt die Höhle jetzt erkunden. Damit wir das als Teleportationspunkt schon mal haben. Und dann düsen wir erstmal irgendwo hin, wo ich dann jetzt hier Stimpaks und so kaufen kann und heilen kann und vielleicht mal in einem Bettchen schlafen. Also ein Krams. Westlicher Crescent Canyon. Da bin ich jetzt bereit zum Hinteleportieren, ja? Jo. Okay, ich hätte gedacht, dass hier irgendwie unten auch noch eine Höhle ist oder so. Hier gibt es eine Standardstrahlung. Achso, das war wahrscheinlich das Fass da, ne? Okay, ja. Da hinten ist auf jeden Fall ordentlich Strahlung. Gut. Dann düsen wir jetzt auf jeden Fall erstmal von hier weg. Zurück nach Good Springs. So. Und dann... Ja, wir gucken mal, ob wir bei ihm hier ein bisschen Stimpaks oder so kaufen können. Wäre ja ganz schön. Wo ist er denn? Mitchell, da ist er. Nee, nicht pennen legen. Nicht jetzt. Ich brauche Hilfe. Wie geht es Ihnen? Ja, gerade nicht so gut. Ich bin verletzt und brauche medizinische Hilfe. Scheint nichts Ernstes zu sein. Ich flicke sie wieder zusammen. Okay. Aber ich habe keine 50 Kronkorken. Nun, andernfalls kommen Sie einfach wieder. Ich werde hier sein. Auch medizinisches Material. Nun, andernfalls kommen Sie einfach wieder. Das steht ich werde nicht. Hier sein. Hey, was hast du ein schönes? Impact 12. Hätte ich grundsätzlich gerne alle. Wie viel wert ist denn hier so ein Goldgecko-Dingens? Nicht so viel. Nun. So, also an sich haben wir da unten einen Wert von 140. Kriegen bei ihm aber nur 11. Wiederum die Eier geben 28, haben aber nur Wert 100. Ich habe einfach nicht den richtigen Händler dafür jetzt gerade. Können Sie mich von der Verstrahlung befreien? Klar, ich kann Ihnen helfen. Ich habe keine 100 Kronkorken, okay, dann nicht. Gut, ich gehe da mal. Schön vor. Dann müssen wir mal herausfinden, bei wem wir hier was am besten verkaufen. Vielleicht nehme ich auch einfach jetzt mal ein bisschen was von der Ausrüstung da raus und verkaufe das. Wir haben ja nicht wenig Ausrüstungszeugs. Ja, und dann mal gucken. Ich lerne das wirklich nicht mehr, ne? Kann ich da pennen? Ich kann da pennen. Einfach bis ich geheilt bin hier. Einfach mal einen ganzen Tag pennen. Ja, da ist ja keine Möglichkeit von wegen so, ja, ne, heilen bis geheilt oder so. Bitte warten. Ein Tag später. So, ich bin auf jeden Fall vollgeheilt, das ist schon mal ganz gut. So. Dann legen wir erstmal ab. Das hier. Den Quatsch. Das Zeug. Nachtpirscherblut und Pümpel. So.
Sachen ablegen, die ich jetzt nicht gleich sofort verkaufen wollen würde. Dafür haben wir bestimmt noch irgendwelche Interessanten dafür. Genauso, wir können auch die Giftdrüsen von den Skorpionen ja auch weiterverwenden. Okay, und dann nehmen wir hier einfach mal Waffen und so mit. Kann man ja vielleicht irgendwie zusammenführen teils und teils noch anders reparieren. Und teils einfach mal ein bisschen was verkaufen. Einfach damit wir an Zeug kommen. Ich bin überlastet. Echt? Habe ich nicht mitgekriegt. So. Können wir unsere vorhandene Ausrüstung denn verbessern oder... So. Also reparieren ist nicht. Also wir müssen so langsam auf eine Rüstung übergehen, die ein bisschen mehr Schutz grundsätzlich bietet. RNK-Vermummungsrüstung, okay. Was besser ist, das haben wir aber auch nicht. Sie haben eine Fraktionsausrüstung ausgerüstet. Durch Fraktionsrüstung verkleiden Sie sich als Mitglied der jeweiligen Fraktion. Mitglieder der Fraktion werden Sie für einen Freund halten, während Feinde der Fraktion Sie umgehend und unabhängig von Ihrem tatsächlichen Ruf angreifen werden. Etwaige Veränderungen Ihres Rufes haben immer noch Einfluss auf Ihren Charakter. Sicherheitspersonal wie Wachen und Wachhunde durchschauen Ihre Verkleidung und werden alle Umstehende alarmieren, also seien Sie vorsichtig. Sie sind als Mitglied der NK verkleidet. Okay. Dann will ich das jetzt vielleicht nicht... Aber wir haben jetzt auch keine wirklich gute Rüstung sonst, ne? Will mich jetzt auch nicht als Pulverbandit hier verkleiden. Fragen wir halt die Lederrüstung. Bin nicht mehr wie ein Mitglied der RNK verkleidet. Ja, ist das gut. So. Gucken, was ich noch zusammenführen kann für höheren Wert. Ja, viel ist es nicht. So, wir haben natürlich auch noch Waffen, ne? Akkugewehr. Dienstgewehr mit dem anderen reparieren, das ist gut. Und schon trage ich bald nicht mehr ganz so viel. Okay. Den Rest den verkaufen wir jetzt hier dem, wie der hier den Laden betreut. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen Zeug für. Es ist nur eine halbe Ewigkeit, bis wir halt da sind. Ich mach mal ganz kurz einen Cut. Hey, wir sind fast da. Hey, toll. Okay. So, dann drehen wir dir mal mein Zeug an. Ich hoffe, er nimmt davon sehr viel. Hallo? Da ist er. Hey, Chad. Möchten Sie Vorräte kaufen? Ja, schon irgendwie. Natürlich doch. So. Erstmal. Das ist halt echt viel wert, ne? Wird auch nicht mehr viel wert sein. Brillenhelm kann weg. Einfach das Pulver bei dem Outfit, weg damit. Das Ding ist ja jetzt so kaputt, weg damit. Alles, was irgendwie so ein bisschen was wert ist, was jetzt nicht unbedingt zwingend brauche. Einfach weg. Ich mir halt auch denke, so, ich krieg's halt früher oder später eh wieder.
Ist halt jetzt nicht das meiste, ne? Aber ist halt etwas. So, dafür würden wir relativ viel Geld kriegen. Das Gewehr will ich noch behalten. Wir geben dir das. Wir müssen ja auch bei dir mal gucken, was hast du denn vielleicht an Stimpaks, die mir helfen könnten. Weil wir brauchen ja was. Hilft ja nichts. So. Müssen wir vielleicht auf das eine oder andere auch verzichten. So, verwitterte Pistole. Lassen wir mal. Die andere 10mm Pistole hier kann dann weg. Revolver ist jetzt nicht so viel wert. Die Dinger können weg, glaube ich. Dann haben wir dann lieber die Maschinenpistole hier statt 10mm Pistole. Das Ding kann weg. Das kann weg. Ich kann mir vorstellen, dass das hier eigentlich geiler ist als hier das Ding. Und das lieber weg. Es hat halt dieselben Munitionswert gehabt, weißt du? Dynamit ist ja gar nicht mal so wertvoll, zumindest im aktuellen Zustand. Warte, was haben wir denn hier für ein Dienstgewehr, war das, ne? 5,56 macht 10 Schaden. Und das andere Ding ist ja so eine Einschussflinte. Aber auch anderes Gewehrdingens. Okay. Das Hackebalken weg. Das kommt weg. Klingenschulden können wir einfach behalten. Ich glaube, der wird ganz lustig. Kreuzschüsse weg. Habe ich mir überlegt, ne? So, ja, aber nee. Messerchen weg. Laserpistole behalten wir natürlich. Ich bin ja großer Fan von Plasmapistolen, Laserpistolen und sowas. Pulverladung. Lassen wir erstmal. Das ist so eine Kaliber 20 Dingens. Die hat uns ja jetzt bisher auch schon treue Dienste geleistet. Das Ding ist aber schlechter. Dann kommt das weg. Dann bleiben wir lieber bei der Karawanenflinte erstmal. Die schallgedämpfte Pistole ist im Moment gar nichts wert, aber ich kann mir vorstellen, dass, wenn man die repariert, man hier so stealth-mäßig halt vernünftig agieren kann. Schlagring kann weg. Oh, Splittergranate willst du haben? Na gut, die war aber auch heftig. Ich meine, damit haben wir sehr viele Pulverbanditen sehr schnell erledigt, ne? Dann nimm lieber die Splittermine. Ja. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ja, ja, ist total toll. Geh da mal. Dann würde ich jetzt gerne nochmal austesten, wenn wir ihm jetzt hier die Häute oder sowas halt geben, ob das einen höheren Wert bringt. Man muss ja mal gucken, ne? Manchmal braucht man einfach nur den richtigen Händler. So. Das auf jeden Fall weg. Das weg. Das ablegen, das ablegen, das ablegen.
das ablegen, weil er hat viel Gewicht. Ja. Ich glaube, damit kann ich erstmal arbeiten. So, ja, und dann Sachen mitnehmen, damit ich gucken kann, was das wert ist. Sonstige. Nehmen wir mal hier Gecko-Haut. Gold-Gecko-Haut. Und wie auch Gold-Gecko-Ei. Kojotenfelle. Oh, Kronkorken habe ich auch abgelegt, okay. Wir haben natürlich auch viel Müll. War ja auch schon fast bewusst. Okay. Eine einzelne Zigarette. Ui, toll. Gut. Gucken wir mal, was er vielleicht dafür geben wird. Vielleicht gibt er aber auch nicht so viel. Bitte warten. Okay, Müllcontainer ist auch nichts. Hätte sein können. Ja, hallo, ich will nochmal handeln. Hallo. Howdy. Yeehaw. Möchten Sie Vorräte kaufen? Ja. Natürlich. So, guck mal. Oh, Gecko-Haut hat bis zum Wert von 150. Ich glaube nur 6. Oh, Gecko-Haut dasselbe wie der andere auch. Okay. Wir müssen halt Falschen echt hochkriegen auch, ne? Hilft ja nix. Ich geh nochmal. Dann legen wir den Müll mal erstmal ab. Weiß nicht mal, wo dieser Roboter war, den wir reparieren konnten, ne? Wo wir, ich glaube, 65 reparieren brauchten. Ich krieg das hier nicht mehr hin, ne? Alles ablegen. Und dann kaufen wir uns nochmal ordentlich Stimpaks. Dann können wir vielleicht nochmal an seinem Tisch auch schauen. Was brauchen wir denn, um Stimpaks herzustellen? Es wäre natürlich halt langfristig schon ganz geil. Wenn wir halt immer sehen, oh ja, das hat ja auch nicht mehr mit. Ja. Bei seinem komischen Alchemietisch hier, wo das war. Wisst ihr, wo das war? Da ist nur ein Klo. Hier ist nur die Küche. Und hier der Psychiaterraum. Jeder Raum. Okay, vielleicht war es auch so ein einmaliges Ding, was ich gerade an dieser Stelle halt machen konnte. Wie geht es Ihnen? Jo. Ich brauche medizinisches Material. Nun, andernfalls kommen Sie einfach wieder. Ich werde hier. Das steht da immer noch nicht. Ich möchte bitte Stimpaks. So, Super Stimpak kann ich mir zwar nicht leisten, aber hey. So, ich gehe da mal, ne? So, wie sieht unsere Wet-Verteilung aus? Geht noch, ist nur Unterstufe 1. Gut. Dann würde ich gerne jetzt noch einmal nach Prim. Den einen Tresor noch aufmachen, wenn ich jetzt wüsste, wo der war. Einfach gesagt, hat's getan, ne? Das war, glaube ich, hier die untere Etage.
der? Nee. Aber irgendwo... Da. Oh. Na geht doch, war doch gar nicht so schwer. Glücksgriff. Okay. Anderes Zeug. Stimpak, Super Stimpak. Passt. Nehmen wir. Gut. Aber da müssen wir uns jetzt ein bisschen darum kümmern, dass wir jetzt nicht unbedingt weit vom Weg abkommen. Und wir auch längerfristig so ein bisschen überleben, oder? Würde ich immer behaupten. Wo ging es denn hier raus? Waren wir an dem Automaten schon? Jetzt ja. Ein paar Mentats nehmen wir mit. Und Kaugummi. Oh, nehmen wir einfach mit. Okay. Gut. Achso. Ach, jetzt habe ich den Aufzug benutzt. Ich wollte gar nicht den Aufzug benutzen. Ich wollte hier nur raus. Ich will doch einfach nur raus. Guck Karte, Mammut, guck Karte. Nicht jetzt, vielleicht später. Das sollten wir jetzt noch so halbwegs eigentlich so hinkriegen. Eigentlich. Der war Aufzug. Ist doch nicht. Also dort hier ist jetzt nicht unbedingt der größte. Aber ich schaff's nicht herauszufinden, es ist nicht wahr. Okay. Da hinten geht's noch Prim. Geradeaus und dann nach links. Ja, das sieht gut aus. Okay. So. Dann würde ich sagen, wir gehen dann von hier aus nicht in die radioaktive Pfütze, sondern dann da hinten hin. Das ist so mehr oder weniger mein Plan für die kommende Folge. Mal gucken, inwiefern ich das dann auch umsetzen kann und nicht irgendwie von meinem Weg abkomme und abgelenkt werde. Es ist und bleibt spannend. Oh Mann. Bis dahin. Was noch? Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dann.